Vor 6.375 Zuschauern haben sich der KFC und RWE am Sonntag in der Grotenburg getroffen. Zwar fielen in diesem Duell keine Tore, ein hitziges Spiel war es aber trotzdem. Die erste richtige Chance hatten die Essener. Der Uerdinger Keeper Robin Udekpe kehrte den Ball von Platzek aber sicher übers Tor. Auch ein Freistoß von Tim Hermes ging nur knapp daneben. Nach der Pause wurden zunächst die Essener Fans auffällig, die auf der Tribüne Pyrotechnik zündeten. Rot-Weiß Essen drängte nun auf die Entscheidung, doch Platzeks Querpass fand Krajan nicht. Auch die Uerdinger hatten ihre Chance, doch Alexio köpfte nach einem Eckball über den Querbalken. Das Spiel ging letztlich 10 gegen 10 zu Ende. In der 74. Minute sah zunächst Patrick Huckle gelb-rot. Ich habe gerade mal kurz mit Huckle gesprochen. Er sagt, dass er ausrutscht und er dann in ihn reinläuft. Klar, also kann man so oder so sehen. Ist natürlich doof gelaufen, aber ich meine, 5 Minuten später war er wieder Gleichzahl. Von daher war das schon okay. Die Gleichzahl kam in dieser Situation zustande. Kofi Schulz flog in der 76. Minute ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz. Tore fielen letztlich nicht mehr. Mit dem 0:0 konnten aber beide Mannschaften leben. Zuallererst muss man sagen, dass Uerdingen auch ein starker Gegner war. Auf dem Platz war es ziemlich schwer zu bespielen, deswegen haben wir versucht, ein bisschen mehr mit Langbällen zu agieren. Sind nicht so gut reingekommen ins Spiel, aber hatten dann die Oberhand und hatten viele Chancen durch Standards. In der zweiten Halbzeit hat vielleicht die letzte Konsequenz gefehlt, aber mein Gott, muss man mal mit dem Punkt zufrieden sein. Ich kann nur zu meiner Mannschaft sagen, von der Einstellung her war das top. Das hat mir richtig gut gefallen. Wir haben wirklich keinen Zentimeter übergeben oder verloren gegeben, haben gekämpft, haben kompakt gestanden, aber das ist es halt, wo wir noch arbeiten müssen, um einen Schritt weiter gehen zu können, weil ich auch weiß, dass es bei uns hier ganz schnell mal eine Euphorie ausbrechen kann. Und wenn du natürlich diesen Vorteil hast, dass die gegnerische Mannschaft, gerade die Mannschaft wie Rot-Weiß Essen, in deinem eigenen Stadion gelb-rot hast, musst du dich einfach cleverer anstellen. In der Situation, wo wir dann gelb-rot kriegen, stehen wir mit 2 Mann, lassen uns da wirklich ein bisschen auf gut Deutsch gesagt veräppeln. Und gut, ob man da gelb geben muss danach, weiß ich nicht. Aber kommt die Aktion, die Schubser-Aktion und dann gelb-rot. Und meines Erachtens müssen wir in der Hinsicht ein bisschen einfach mehr Cleverness dazu gewinnen. Er hat das eben gerade angesprochen mit der Zuschauerzahl. Sprich, das Rahmenprogramm war gegeben, tolle Kulisse. Jetzt lag es an beiden Mannschaften, ich sag mal, diesen Rahmen mit einem vernünftigen Bild zu füllen. Ich glaube, das war heute nichts für Fußballästheten, sondern eher so diese Malocherschiene, was vielleicht aber auch ein bisschen dem Platz geschuldet ist, was allerdings auch keine Kritik sein soll. Ist völlig normal im Herbst, dass die Böden tiefer werden. Der Platz war sehr tief, dementsprechend war klar, was uns hier heute erwartet. Nämlich ein absolutes Kampfspiel und ich glaube, das haben beide Mannschaften auch zu 100% in die Waagschale geschmissen. Deswegen war es hier auch kein Feinschleckerspiel, sondern eher was für, sorry den Ausdruck, Kampfschweine. Aber wie gesagt, beide Mannschaften haben das zu 100% erfüllt. Reviersport. Ehrlich, echt.